Veronika Marte, Sie sind Stadträtin in Bregenz. Wie sehen denn Sie die geplanten Regelungen an der Pipeline rund um Flutlicht und Musikverbot? Also es gibt Regeln, es gibt ortspolizeiliche Verordnungen, die gibt es schon seit dem Sigi Gasser. Glasflaschenverbot, Lärmverbot, genauso, dass man nur Feuer an Feuerstellen machen darf. Wir haben da ein schönes gelbes Schild an der Toilette und da sind die ganzen Regeln erfasst. Und wenn diese Regeln eingehalten werden, dann ist ein Feiern, hier da sein, miteinander möglich, ein gemeinsames Miteinander möglich, vor jung und alt, was auch möglich sein soll. Es geht einfach darum, auch diese Regeln und diese Verordnungen zu exekutieren und zu sanktionieren. Braucht es da diese zwei geplanten Schritte aus Ihrer Sicht? Eigentlich ist es so geregelt, dass es eine Nachtruhe natürlich gibt. Und natürlich kann man über das Thema Boxenverbot oder Lautstärkeregelung reden. Grundsätzlich ist es so, dass überhaupt Lärm zu vermeiden ist hier, also von der Pipeline. Also die Pipeline geht ja noch weiter bis Richtung Lochauer Strandbad und bis zur Achmündung, quasi das Seeufer, Naturschutzgebiet, Ufer-Naturschutzgebiet, Ufergebiet, Erholungsraum. Und da gibt es ganz klare Regeln und dazu gehört auch Lärm zu vermeiden und ein Lärmverbot. Die Flutlichter sollen das Ganze ja ungemütlicher machen. Da gibt es also die Hoffnung aus Sicht von Herrn Bürgermeister Ritsch, dass es vielleicht dazu kommt, dass die Feiernden freiwillig gehen. Wie sehen Sie diesen Punkt? Man kann jeden Punkt diskutieren. Also momentan halte ich noch wenig von den Flutlichtern, ganz ehrlich. Es ist ein Wohngebiet auch und wenn da dann voll beleuchtet wird am Abend, ich weiß nicht, und es ist ein Naturgebiet, es sind Lebewesen hier im ganzen Bereich, oder? Also man muss ja auch das beachten, oder? Und es ist ein Erholungsgebiet, es ist keine Freiluftdiskothek und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das so sieht, dass das Gemeinsame hier möglich ist, vor Jung und Alt, vor Familien und so weiter. Und die Regeln, die es gibt, die sollten eingehalten und sanktioniert und exekutiert werden. Die Anrainer würden sich, ich habe mit einigen heute schon gesprochen, klarere Regeln wünschen. Klar, es gibt Verständnis dafür, dass die Jugendlichen bis dann am 1. Juli die Diskotheken, die Nachtlokale wieder aufmachen, nicht wissen, wohin. Da gibt es Verständnis dafür. Aber gleichzeitig wollen sie auch Ruhe, möchten sich nicht mehr beschweren müssen. Also es geht nicht nur um Jugendliche hier, oder? Es ist ja zu eskalierenden Situationen kommen von allen Altersgruppen und ich verstehe auch jeden, der feiern möchte. Und man kann natürlich auch feiern, aber alles in einem gewissen Rahmen. Und wie gesagt, es ist keine Freiluftdiskothek. Und man muss sich einfach an gewisse Regeln halten, damit das Miteinander dann auch möglich sein kann. Und dazu gehört es eben auch, Rücksicht zu nehmen und nicht viel Lärm zu machen. Und auch das mit Müll ist ein Riesenproblem, oder? Wir sehen tagtäglich um 20.000 Euro, glaube ich, in der Woche wird Müll wegtransportiert. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist ein Wahnsinn. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Lösung oder ein Schritt in die Nähe einer Lösung hier für das Pipeline-Problem? Also ich glaube, es braucht noch mehr Personal hier, das den ganzen Tag oder am frühen Nachmittag anfängt, auch durchzugehen, mit den Leuten zu sprechen, auch darauf hinzuweisen, dass es Regeln gibt, an die man sich halten muss und dass, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, auch dementsprechend das Ganze exekutiert wird.